So, yo, hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und ja, heute gibt's mal ein FAQ-Folge, und zwar habe ich das auf Instagram angekündigt. Es war jetzt mal so spontan ein bisschen. Und ja, wenn ihr da mal nichts verpassen wollt, wenn ich so eine FAQ-Folge mache, dann schaut auf Instagram auf jeden Fall vorbei. Der Link ist in der Beschreibung. Und ja, genau, dann hauen wir einfach mal rein. Michael Siegel 2001 fragt, was müsste passieren, dass du mit YouTube aufhörst? Ja, eigentlich gibt es da nur ein paar Sachen, und zwar, wenn ich einfach keinen Bock mehr habe oder wenn tausende Dislikes oder was weiß ich, da wird ja, glaube ich, jeder aufhören, wenn man richtig hart runtergemacht wird in YouTube oder so ein Scheiß. Oder, was wollte ich sagen, wenn einfach niemand mehr meine Videos schaut, und ja, das war's eigentlich schon. Hauptsache ist eigentlich, dass es einem Spaß macht, und wenn man keine Lust mehr hat, dann sollte man es eigentlich sein lassen, weil das merkt man dann auch im Video, wie einer drauf ist oder nicht, oder wie einer drauf ist oder nicht. Und ja, genau. Nächste Frage. Halam Bade fragt, willst du vielleicht später mit anderen YouTubern zusammenarbeiten? Ja, das wäre eigentlich ganz chillig. Ich schaue mich da mal um. Vielleicht finde ich da den einen oder anderen, der mal Bock hat, was zusammen zu machen, eine Serie starten oder so. Das wäre auf jeden Fall richtig lässig. Und ja, genau. Da vielleicht mal Black Ops 2 oder so. Oder eine Serie halt machen, wie schon gesagt. Snipergott fragt, warum hast du mit YouTube angefangen? Ja, also das war eigentlich ganz so spontan. Und zwar haben wir ja mein erstes Video, Leute, müsst ihr euch anschauen, das war das Motorradvideo. Und ja, an dem Tag haben wir einfach mal angefangen, uns auf dem Motorrad zu filmen. War eigentlich dann ganz chillig, dann habe ich das irgendwie zusammengeschnitten. Und ja, dann kam das dabei raus. Habe ich dann einfach hochgeladen. Ich wollte auch mal was in YouTube hochladen. Und ja, jetzt sind wir hier. Jetzt stehe ich hier, sozusagen. Oder sitz. Dann, nächste Frage. Bochi01 fragt, wenn du eine WG hättest, welchen YouTuber würdest du mit einziehen lassen? Ja, also das ist eine klare Sache für mich. Und zwar würde ich da auf jeden Fall KS-Freak mit einziehen lassen. Der Typ ist einfach so lässig gechillt drauf und alles. Ohne Scheiß, der ist so witzig, der macht die Videos auch immer mit so viel Mühe, und Alter, könnt ihr euch gar nicht vorstellen, was der, wie lange der eigentlich braucht für so ein unwitzig Video, glaub, oder wie heißt, keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall die Videos mit Martin, und ja, genau. Ist aber, der gibt sich auf jeden Fall Mühe, der hat viel mehr Abos verdient, finde ich. Und ja, der Typ, mit dem, den würde ich auf jeden Fall einziehen lassen. Eddie, der Barster-Fan, fragt, welche Konsole? Ja, welche Konsole habe ich? PS3 habe ich. Wenn meine Videos schauen würdest, dann würdest du es auf jeden Fall auch wissen. Ich weiß nicht, was mit dir los ist, aber ja. Genau. Raven X Energy fragt, wie alt bist du? Also an deiner Stelle würde ich dir jetzt einfach mal raten, du gehst auf meine Kanalinfo, da steht alles genau drin. Ach, wen haben wir da denn schon wieder? Eddie der Barca-Fan fragt. Noch einmal, und wie heißt du auf der Konsole? Nächste Frage. Tibo-14 fragt, wie bist du auf YouTube gekommen? Ja, also das war eigentlich ganz lockere Sache. Und zwar bin ich da dann komplett drauf gekommen. Und zwar, als wir Black Ops 2 gezockt haben, hat er gesagt, hat er mal irgendwie Master Scorpion und Whisker Bass erwähnt. Und dann habe ich mir die mal angeschaut. So kam ich dann auf YouTube. Und ja, dann habe ich selber mal probiert jetzt, wie man sehen kann. Und ja, so Leute, ja, das war's für dieses
die Folge FAQ. Das erste FAQ, Leute. Und ja, stellt eure Fragen in die Kommentare. Schreibt sie in die Kommentare, besser gesagt. Und ja, dann verpasst ihr auf jeden Fall auch kein FAQ mehr, wenn er Instagram abonniert. Wenn er mich auf Instagram abonniert. Und ja, da würde ich einfach mal vorbeischauen. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.